Hallo liebe 96-Fans, wir sind live aus der HDI-Arena. Unsere komplette Mannschaft ist hier, das Trainerteam um unseren Chefcoach Kenan Kocak, der Staff, unser Sportdirektor Gerry Zuber und natürlich auch unser Geschäftsführer Martin Kind und auch das ganze Team hinter dem Team hat sich hier heute versammelt. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, der Arena und unserer 96-Akademie, die in den vergangenen Monaten Tag für Tag alles gegeben haben, um diese außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden, gemeinsam zu bewältigen. Wir sind hier, um natürlich unter Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln gemeinsam diese für uns in vielerlei Hinsicht schwierige Saison zusammen zu beenden. Wir wollen uns in diesem Kreis von den Spielern verabschieden, deren Verträge auslaufen. Das ist nicht der übliche Weg, um im Fußball Abschied zu nehmen, das ist schon klar. Wir hätten das natürlich gerne hier gemacht, aber am liebsten natürlich vor 30.000 bis 40.000 Zuschauern im Rahmen unseres letzten Heimspiels. Wir wissen alle, das geht nicht, das ist eine außergewöhnliche Situation und die Welt ist, wie wir wissen, in einem Ausnahmezustand. Deswegen lasst uns das nicht vergessen, aber das Beste daraus machen. Die Verträge von 11 Spielern und einem Mitglied unseres Betreuerstabs laufen nun zum 30. Juni, also morgen aus. Sehr, sehr ungewöhnlich, 2 Tage nach dem letzten Saisonspiel. Wir wollen es auf keinen Fall versäumen, Danke zu sagen. Und wir wollen Ihnen für Ihren Einsatz bei Hannover 96 danken, auch wenn vielleicht das letzte Wort bei dem einen oder anderen noch nicht gesprochen ist. Bei dem einen oder anderen werden also noch Gespräche geführt und es kann sein, dass wir manch einen, den wir hier heute erstmal Tschüss sagen, dann doch nochmal wiedersehen werden. Ja, zu den Jungs, die wir nun einzeln nacheinander hier nach vorne bitten, wünsche ich mir natürlich von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei Facebook und YouTube ganz, ganz viele nette Worte, nur positive Worte in die Kommentarboxen und natürlich hier von unserem Publikum, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeweils einen kräftigen, frenetischen, überbordenden Applaus. Und deswegen beginnen wir jetzt auch direkt. Und zwar mit einem Mitglied des Staffs, das uns auf jeden Fall verlassen wird. Im Sommer 2018 kam er zu Hannover 96. Als Videoanalyst bereitete er alle Spiele vor und nach. Wir haben für jeden, den wir hier nach vorne rufen, einen individuellen Abschiedsmusik aus der Plattenkiste gekramt. Und deswegen singt jetzt Holm für Holm. Komm bitte nach vorne, Tobi Holm! In den vergangenen beiden Jahren war es sicherlich nicht immer dankbar, alle Spiele nochmal anzuschauen und in Einzelteile zu sezieren. Aber trotzdem hat er es gemacht und deswegen bitte ich jetzt nochmal von euch allen um einen kräftigen Applaus für Tobi Holm. Ja, bei unseren Profis arbeiten wir uns jetzt aufsteigend nach der Anzahl der Spiele für unser Team vor. Und der, mit dem wir beginnen, hat vor allem viel für die U23 gespielt. Bei den Profis stand er einmal im Kader, hat aber das ganze Jahr über mittrainiert. Und deswegen kommt jetzt einmal bitte nach vorne unser Göttinger Junge Marlon Sündermann. Sein Highlight war sicherlich das Heimspiel gegen den SV Sandhausen hier in unserer HDI-Arena. Da stand er nämlich erstmals im Profikader von Hannover 96. Und deswegen bitte ich jetzt nochmal um einen kräftigen Applaus für Marlon Sündermann. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem jungen Mann, der in unserer Akademie in der Eilenriede in der letzten Saison so sehr auf sich aufmerksam machte, dass es schnell hochging zu den Profis. Deswegen kommt bitte einmal nach vorne unser US-Boy, Sebastian Soto.
Übrigens der einzige Spieler, der in der Kabine und auf dem Platz nicht mit dem Vor-, sondern mit dem Nachnamen gerufen wird. Unklar, ob er auf Sebastian überhaupt hört. Deswegen bitte ich jetzt um einen kräftigen Applaus nochmal. Alles Gute, Soto! Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spieler, der im vergangenen Sommer aus Wolfsburg hier an den Maschsee gekommen ist. In diesem turbulenten Jahr ist er der Vater eines kleinen Sohnes geworden und er hat geheiratet. Seinen Nachnamen hat er dabei behalten und deswegen gilt für ihn, er bleibt für immer jung. Sebi Jung! Living life like no tomorrow. Sign up for headsets, we might not last. Ja, leider haben wir ihn immer die ein oder andere kleine Verletzung zurückgeworfen. Bisher sind es in dieser Saison aber am Schluss 9 Einsätze und eine Torvorlage für Hannover 96 geworden. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ein Applaus für Sebi Jung. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Nummer 9. Er kam in der Winterpause leihweise von Deportivo Alavés zu Hannover 96. Seinen eigenen Torsong hat er direkt mitgebracht. Gestern haben wir ihn nochmal gehört, auch wenn der Treffer dann leider vom Videoassistenten zurückgeholt wurde. Er kann heute leider nicht mehr bei uns sein. Wegen eines privaten Termins ist er gestern schon mit ausdrücklicher Genehmigung des Clubs nach Schweden aufgebrochen. Aber wir haben ihn nicht gehen lassen, ohne uns ein kleines Abschiedsstatement von ihm zu holen. Also, hören wir mal rein, was er uns zu sagen hat. John Guidetti. Hello, all the fans from Hannover 96. I just want to say thank you from the bottom of my heart for this time I've spent here in this club. We haven't met as much as I would have liked in the stadium due to all the things happening in the world, but the time we've shared together has been special. I want to say thank you to all the fans. I want to say thank you to all the people around the club. I want to say thank you to all the players and to the manager. Thank you for being here. It's been a lovely time and I think we've done really well. So vielen, vielen Dank and never forget, niemals allein. Tschüss. Niemals allein, sagt er. 14 Spiele für Hannover 96, darin hat er 3-mal selbst getroffen, 2 weitere Buden vorbereitet. Unfassbar charismatischer Kerl, bei dem man wirklich gemerkt hat, wie schnell er 96 und die Menschen hier um den Club ins Herz geschlossen hat. Deswegen senden wir ihn nach Schweden. Nochmal einen kräftigen Applaus für John Guidetti. Ja, der nächste, den ich jetzt gleich nach vorne bitte, kam Anfang September letzten Jahres ins 96-Team. Und sein Name ist mit einem Treffer gegen Darmstadt 98 verbunden, den wir jetzt eigentlich hier, wenn alles so wäre, wie wir uns das wünschen, als Tor des Monats November feiern müssten. Das neue Regelwerk und der Videoassistent waren anderer Ansicht. Trotzdem schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Dieser Superschuss von Marc Stendera. I got 24 hours for you. Girl, I just need 24 more. Stand up in it. Ja, nachdem das Traumtor leider aberkannt wurde, bleibt es unterm Strich bei 3 Vorlagen, die für Hannover 96 zu Buche stehen. Das Ganze in 17 Einsätzen
Wir sagen herzlichen Dank und ich bitte noch einmal um Applaus für diesen wunderschönen Treffer und für Marc Stendera. Ja, der nächste Spieler kam im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln nach Hannover und damit nah an seiner Heimat, denn er ist geboren in, lassen wir es lieber. Aber was feststeht, diese Saison über hat er einwandfrei unter Beweis gestellt, dass er ein echter Hannoveraner ist. Jannes Horn! My brother on the grind, he taking over. First off, let me give a shout out to the people that follow me. All of my day one OGs that continue to honor me. My main girl keeps me sane when it. 23 Spiele stehen zu Buche, immer war mit vollem Einsatz dabei. Vor allem in den vergangenen Wochen war er eine große Stütze unseres Teams. Ein Applaus, den man bitte weit über die Grenzen dieser Stadt hinaus hören kann, wünsche ich mir nochmal für Jannes Horn. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass er bei Hannover 96 angeheuert hat. Am 2. Juli 2019 kam er leihweise aus Schalke zu uns an den Maschsee. Seitdem ist viel passiert. Neben dem Platz hat der achtmalige deutsche U21-Nationalspieler seine Lisa geheiratet. Auf dem Platz war er an 10 Toren beteiligt. Ein paar Tore davon sehen wir jetzt untermalt von der Musik eines seiner Lieblingssänger, Chris Brown. Und das Ganze geht an Cedric Teuchert. Ligaspiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. Gegen Wiesbaden, Fürth und den HSV hat er eine bärenstarke Serie in der Rückrunde hingelegt, mit 3 Toren in 3 Spielen hintereinander. Wir sagen Dankeschön mit einem fulminanten Applaus an Cedric Teuchert. Ja, kommen wir nun zur nächsten Verabschiedung. Wenn er morgens früh hier den Kraftraum aufgeschlossen hat, dann waren von uns, ja, war von uns allen, die wir hier sind, vielleicht einer im Büro, und zwar Herr Kind. 2017 kam er vom HSV und bereitete direkt das erste Bundesligator nach dem Wiederaufstieg vor. Die Rede ist natürlich von Matze Ostrzolek. Mal lief er für unsere Roten auf. Insgesamt 3 Treffer legte er vor. Während seiner Zeit bei 96 wurde er Ladenbesitzer, betreibt in Hamburg noch immer erfolgreich mehrere Geschäfte der Kette Mad About Juice. Und jetzt nach der Saison wird selbst er die durchtrainierten Beine einmal hochlegen und seine Ann-Kathrin heiraten. Wir wünschen dafür und für alles andere auch alles Gute, lieber Matze Ostrzolek. Ja, er ist der Mann, der Großmunzel und Landringhausen zu deutschlandweiter Bekanntheit verholfen hat. Sie nannten ihn Märchenprinz, sie nannten ihn halbes Hähnchen, alles Quatsch. Wir nennen ihn einfach nur Henne Weidand. Champion이 되고 싶어 해 아무나 될 수 있을 줄 알아
Er kam im Sommer 2018 von Germania Egesdorf, war eigentlich für die U23 geplant und spielte sich dann aber ganz schnell bei den Profis fest. 58 Spiele, 17 Tore, dazu noch 7 Vorlagen und nebenbei macht er auch noch seinen Bachelorabschluss klar. Also noch einmal bitte einen herzlichen Applaus für Henne Weidand. Wie Matze kam auch unser nächster Kandidat 2017 nach dem Bundesliga-Aufstieg nach Hannover und zwar von seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach. Er ist der Mann, der seine Frisuren ungefähr so häufig wechselt wie andere Menschen die Unterhose. Also komm bitte einmal zu uns, Julian Korb. Mal war er für Hannover 96 auf der rechten Abwehrseite im Einsatz. 6 Tore legte er vor, 2-mal netzte er selbst ein nach dem artistischen Treffer im letzten Herbst gegen Dynamo Dresden. Nannten alle ihn nur Corbinho. Ähnlich sensationell war nur sein Auftritt als Moderator beim legendären Spielerduell. Kräftigen Applaus bitte nochmal für Julian Korb. Ja, und einen haben wir noch. 2014 kam er als WM-Spieler Chiles nach Hannover und zu Hannover 96. Nach 6 Jahren sagt er nun erstmal Goodbye und wird den Club verlassen. Der Vertrag läuft aus. Er kann heute leider, genau wie John Guidetti, nicht bei uns sein, denn die beiden sind gestern, wie gesagt, schon mit Genehmigung des Clubs nach Schweden aufgebrochen. Aber er hat natürlich gestern gesprochen. Nach Abpfiff hat er schon Tränen vergossen und ja, auch im Abschiedsstatement, das wir mit ihm aufgezeichnet haben, da wird es emotional. Mikko Albanos. Hallo, Mikko Albanos hier. Ich möchte bedanken alle 96-Fans, die Club, meine Mitspieler und die Mitarbeiter hier in Hannover, 96 und die ganze Stadt. Ich habe 6 tolle Jahre hier in Hannover und ich erinnere meine ersten Jahre, wenn wir bleiben in der ersten Liga und wenn in Sandhausen, wenn wir haben Unterschied und wieder in erste Liga gespielt. Ich möchte nur sagen, vielen, vielen Dank für diese 6 Jahre zusammen. Und Hannover 96 bleibt immer in meinem Herz. Ja. So, vielen Dank für alles und wir sehen uns. Tschüss. Sechs Jahre sind eine verdammt lange Zeit. 134 Spiele für Hannover 96, 13 Vorlagen und ein Tor hat er selber gemacht. Seit 2014 war er ein Roter und er bleibt ganz sicher für immer niemals allein. Auch wenn er jetzt gerade nicht hier ist, bin ich mir sicher, er schaut uns zu. Und deshalb bitte ich noch einmal um einen kräftigen Applaus für Mikko Albanos. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Fans, so wie wir hier heute zusammengekommen sind, werden wir danach wahrscheinlich nie wieder zusammenkommen. Einige von uns bleiben hier, einige ziehen weiter, auch wenn, wie gesagt, noch nicht bei allen, die heute hier bei uns vorne waren, das allerletzte Wort gesprochen ist. Wir wollen es an dieser Stelle aber auch nicht versäumen, uns noch einmal bei unseren Fans und Zuschauern zu bedanken. Einerseits für die starke Unterstützung in den ersten 25 Saisonspielen,
obwohl das sicherlich auch jetzt nicht immer fußballerische Leckerbissen waren, aber andererseits und insbesondere auch für das vorbildliche Verhalten jetzt zu Corona-Zeiten. Das war sehr diszipliniert, das war verantwortungsvoll und deswegen war es auch wirklich wichtig. Und sicherlich werden auch wieder Zeiten kommen, in denen wir uns alle hier in den Armen liegen dürfen und hoffentlich auch Anlass dazu haben werden. Lasst uns diesen Moment noch einmal gemeinsam mitnehmen und lasst uns zum Abschluss der Saison 2019-20 noch einmal gemeinsam unsere Hymne singen, die alte Liebe, die gleich kommt, höre ich gerade aus der Regie. Also bitte, dann lasst uns einmal noch die Saison gemeinsam abschließen. Vielen Dank auch an Gerry und Herrn Kind. Und dann können wir jetzt mit der alten Liebe einmal durchstarten. Alle gemeinsam, niemals allein. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Vielleicht wird es eine A Cappella-Version, man weiß es noch nicht genau. Also machen wir das gleich unter uns, beenden erstmal den Livestream und dann singen wir gleich gemeinsam. Ist vielleicht auch besser so. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.